Ich begrüße Sie hier zum Angebot Excel für Fortgeschrittene mit interkultureller Teamarbeit zur Weiterbildung. Der Lebenslauf ist ein wichtiger Teil unserer schriftlichen Bewerbung und bei Vorstellungsgesprächen, da sollte man ihn auch flüssig mündlich vortragen können, weil das interessiert natürlich die zukünftigen Arbeitgeber und Kollegen. Und am besten zeigt man natürlich auch in diesem Zusammenhang, dass der Lebenslauf ideal zur Bewerbung passt. Der soll für Leser und Zuhörer nachvollziehbar sein. In diesem Sinne beginne ich mit dem Storytelling. Dabei erzähle ich die Entstehungsgeschichte zu diesem Angebot und nebenbei auch meinen Lebenslauf. 1954 bin ich geboren. Aufgewachsen bin ich auf einem kleinen Bauernhof in Nordhessen. Der wurde immer an den ältesten Sohn der Familie vererbt. Normalerweise wäre ich oder meine Vorfahren nie an die Reihe gekommen, aber der Bruder meines Großvaters, der ist im Ersten Weltkrieg gefallen und so war mein Großvater dann an der Reihe als zweiter Sohn. Genauso erging es meinem Vater, der hatte nur einen Bruder, der älter war. Der ist 1944 im Zweiten Weltkrieg gefallen und so blieb mein Vater übrig. Ich hatte das Glück, dass ich nie an einem Krieg teilnehmen musste und damit auch bisher nicht zu Tode kam. Ich habe dann 1974 in Korbach das Abitur gemacht. In der Zeit lernte ich auch schon meine Frau kennen. Nach dem Abitur habe ich dann kurze Zeit bei der Bundeswehr verbracht, aber dann die restliche Dienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz als Sanitäter. 1975 habe ich mich verlobt. In diesem Jahr begann ich auch mit dem Studium der Physik in Göttingen. 1979 ist dann unsere Tochter geboren. 1982 war das Studium mit dem Diplom in Physik zu Ende. Dann begann eine schwierige Zeit, weil die Konjunktur nicht so übermäßig gut lief. Aber dann habe ich 1983 eine Stelle gefunden über Apple. Da wurde ich ausgebildet. Und dann habe ich für 4 Jahre im Apple-Vertrieb gearbeitet. Das heißt, ich habe die Rechner im Raum Südniedersachsen und Nordhessen verkauft und auch große Zeit damit verbracht, die zu installieren, zu testen, die Käufer einzuweisen. Rechner waren damals noch sehr teuer. In diesem Zusammenhang habe ich auch 1984 einen der Apple-Gründer mal persönlich gesehen. Steve Jobs kam zur Hannover Messe und das war natürlich dann was ganz Besonderes, wenn man so eine Persönlichkeit also auch mal mit ein paar Meter Abstand live erlebt. 1987 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Mit dem Vertrieb und der Provision auf die verkauften Computer konnte man da schon nicht mehr so gut leben. Ich war dann selbstständiger IT-Trainer. Das hatte ich ja auch schon in der Zeit gemacht, wo ich da im Apple-Vertrieb tätig war. Und da war dann mein wichtigster Kunde die B. Braun Melsungen AG. Es gab noch ein Dutzend andere, aber bei diesem Unternehmen, was also das wichtigste Familienunternehmen hier im Raum Nordhessen ist, da habe ich 24 Jahre damit verbracht, Mitarbeiter vom Auszubildenden bis zum Vorstandsmitglied mit PC-Anwendungen vertraut zu machen. Mit diesem beschaulichen IT-Trainer-Dasein in Nordhessen, aber auch in benachbarten Regionen bis einschließlich Österreich, war dann 2012 Schluss. Die Umsätze gingen stark zurück und da übernahm ich eine Vertretung als IT-Ausbilder in einem Berufsförderungswerk. Für diejenigen, die das nicht wissen, das ist so ein Zwischending zwischen Berufsschule und Sanatorium, wo Menschen, die körperlich behindert sind oder seelische Probleme haben, die werden dort ausgebildet mit einer richtigen Ausbildung und IHK-Abschluss. In Bad Wildbad waren also auch sehr viele, die Unfallopfer waren, also die querschnittsgelähmt waren oder andere Körperbehinderungen hatten. Und die habe ich also dann dort eingewiesen in IT-Anwendungen, auch in die Programmierung. Das habe ich für
ein Unternehmen gemacht, was der katholischen Kirche gehört. Zunächst über ein Jahr in Bad Wildbad und für den gleichen Träger dann auch nochmal ein Jahr in Hamm. Das ist eine Stadt in der Nähe von Dortmund. Ab 2015, da habe ich mich dann wieder auf die selbstständige Tätigkeit verstärkt zurückgezogen. Ich wurde dann auch noch nebenbei Geschäftsführer der Blue Pages GmbH, die mir und zwei Angehörigen oder Freunden gehört. Und da habe ich dann auch nebenbei noch eine Ausbildung als Online-Dozent bei einem Hamburger Unternehmen gemacht. Das brauchte ich eigentlich nicht, das konnte ich schon. Aber in Deutschland, das ist vielleicht auch schon außerhalb bekannt, da zählt man nur was, wenn man was nachweisen kann. Solche Karrieren wie Steve Jobs, der keine abgeschlossene Ausbildung hat, oder auch Bill Gates, den ich auch mal persönlich 1995 gesehen habe, wären undenkbar. Ohne Ausbildung mit Abschluss und Zeugnis und Zertifikat ist man hier nichts. Deshalb habe ich das also 2016 gemacht und auch ein Zertifikat bekommen. Sie sehen es ja hier eingeblendet. Als Online-Dozent habe ich dann auch weitergearbeitet bei einem Karlsruher Bildungsunternehmen. Das tue ich auch jetzt noch gelegentlich. Das ist die sogenannte geförderte Weiterbildung. Das heißt, Menschen, die auf Berufssuche sind, bekommen da beispielsweise Office-Kurse von mir oder Kollegen, die Ähnliches unterrichten, und machen am Ende eine Abschlussprüfung und dann bewerben sie sich schon während dieser Zeit. Und oftmals erhalten sie also dann auch eine Anstellung, weil sie dann nicht nur in dem Beruf schon was können, sondern auch die Office-Kenntnisse haben. In dieser Zeit, wo ich Online-Dozent war, da habe ich in meinem Kasseler Büro auch Untermieter gehabt. Das heißt, das ist ein Gebäude mit kleines Gebäude mit mehreren Stockwerken. Und da habe ich an chinesische Studenten vermietet. Mit einem von ihnen, der fachlich auch zu mir passte, der Elektronik studieren wollte in Deutschland, habe ich ein Projekt gemacht. Tandem-Projekt könnte man das nennen. Er musste die deutsche Sprache so weit beherrschen, dass er da eine Prüfung bestand, die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Und in diesem Zusammenhang haben wir also ein Tandem-Projekt gemacht. Sie können das ja auch hier nachlesen. Das war dann sehr erfolgreich und das ist also auch ein wertvoller Impuls gewesen, zu sagen, aha, es macht ja Spaß, mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzuarbeiten. Die Chinesen öffnen sich nicht sehr, aber trotzdem über die Zusammenarbeit habe ich viel über deren Mentalität und Kultur erfahren. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich auf die Idee mit diesem Projekt gekommen bin. Im Jahr 2022 gab es dann den russischen Überfall auf die Ukraine. In der Folge sind Millionen Menschen nach Westen geflohen. Einige werden hier für längere Zeit wohnen, weil wenn da Wohnung und Arbeitsplatz kaputt sind und vielleicht auch noch Unruhen im Land herrschen durch den Krieg, der immer noch andauert, da kann es also durchaus sein, dass viele von diesen Flüchtlingen hier in Deutschland arbeiten wollen, qualifiziert arbeiten wollen. Und da ist natürlich eine Menge erforderlich. Die Sprache ist das Wichtigste. Wer anspruchsvolle Berufe ausüben will, der muss sehr gute Deutschkenntnisse haben. In diesem Zusammenhang mit einem anspruchsvollen Beruf wird auch öfters Excel und andere Microsoft Office-Produkte eingesetzt. Und das ist also auch die Idee, die ich hier mit einbringe. Als ich mich mit ehrenamtlicher Tätigkeit und interkulturellen Angeboten und Deutsch als Fremdsprache beschäftigte, um dieses Konzept zu erarbeiten, da stieß ich auf den Namen Lourdes Roos. Das ist eine Frau, die Germanistik, Literatur und Theaterwissenschaften studiert hat, als Autorin für den Klett Verlag tätig ist. Seit 2 Jahren leitet sie die Volkshochschule in Haar in der Nähe von München. Und da hat sie auch eine Serie von YouTube-Videos produziert, mit der sie Menschen erklärt, wie man als Ehrenamtliche am besten
den Zuwanderern, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, wie man mit denen ins Gespräch kommt. Das, was man da nachlesen kann, hier steht es, Sprache ist Integration, Ratgeber für ehrenamtliche Helfer, der Link ist hier sichtbar. Ja, das will ich also hier erwähnen, Sie können das ja selbst nachlesen. Das Projekt basiert also darauf, die deutsche Sprache lernt man beispielsweise in Kursen bei der Volkshochschule bis zum Level B1 oder B2 und dann hat man ausreichend Deutschkenntnisse, um mit den zusätzlichen Hilfsmitteln, die hier im Kurs angeboten werden, die Kursinhalte zu verstehen und mit anderen Menschen, die deutsche Muttersprachler sind, sich auszutauschen. In diesem Zusammenhang bitte ich also dann auch, das eigene Profil auszufüllen. Geben Sie dort keine persönlichen Daten zum Wohnsitz oder zum Telefon an, nichts, woraus man Rückschlüsse ziehen kann, wo Sie gerade wohnen oder wo Sie erreichbar sind, sondern beschränken Sie sich auf das Fachliche, was notwendig ist, um kleine Tandems oder kleine Teams zu bilden, um miteinander zu arbeiten. Die anderen Dinge, die kann man natürlich immer noch austauschen, wenn man feststellt, aus diesem Kreis, da könntest du neue Freunde gewinnen, dann kann man immer noch jenseits dieser Möglichkeiten hier im Kurs die Kontaktdaten austauschen. Es gibt ja WhatsApp und Facebook und wer weiß was alles an Social Media. Und das können Sie aber dann machen außerhalb dieses Kurses. Hier ist für mich wichtig, dass der Datenschutz eine ganz große Rolle spielt. Das berücksichtige ich auch bei der Auswahl des Videokonferenzsystems. Bei Alpha Training bin ich immer noch gelegentlich tätig. Die haben auch ein hervorragendes Videokonferenzsystem entwickelt, was den deutschen Datenschutzbestimmungen genügt. Und damit kann man in idealer Weise Tandemarbeit oder Tandemprojekte und Gruppenarbeit unterstützen. Ich habe jetzt einiges zum Entstehen dieses Projektes gesagt, dieses Konzeptes für den Kurs und auch etwas über meine Vita, meinen Lebenslauf. Ich bitte Sie dann, wenn Sie bei diesem Projekt mitmachen, tragen Sie im Profil auf der Lernplattform Ihren Lebenslauf so weit ein, dass andere sehen können, aha, da macht es also besonders viel Sinn mit diesem oder dieser Kollegin, dieser Mitschülerin oder Mitschüler Kontakt aufzunehmen. Da brauchen Sie keine Adresse und keine Telefonnummer eintragen, sondern Sie haben intern eine E-Mail, mit denen man dann Kontakt aufnehmen kann oder direkt in der Videokonferenz. Dort ist es also auch möglich zu sagen, wir treffen uns vielleicht mal in dem Raum B oder C oder E oder F. Es gibt genügend Räume, damit man da in kleinen Gruppen oder in Zweierkonferenzen miteinander sprechen kann. Das ist mein Vortrag zum Einstieg. Jetzt sind Sie an der Reihe, wenn wir hier in der Videokonferenz zusammensitzen. Jede von Ihnen sollte sich dann also in 1 bis 2 Minuten vorstellen und natürlich auch die Bereitschaft erklären, für diejenigen, die es interessiert, dann in einem Gruppenraum mehr Auskunft zu geben, um festzustellen, welches sind die idealen Tandems, mit denen Sie beginnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Zusammenarbeit im Kurs.